Einen wunderschönen guten Morgen. Vierter Advent ist durch. Diese Woche ist Weihnachten. Endlich sind wir soweit. Diese Woche bin ich auch ein bisschen zurückgegangen zu meinen Wurzeln. Es gibt immer Spiele, zu denen ich zurückkehre. Das sind World of Warcraft, Counter-Strike etc. Aber als ich jetzt endlich in der finalen Version den Demon Hunter gespielt habe, den Dämonenjäger in World of Warcraft Legion, die neue Klasse, neue Heldenklasse, habe ich den Stream einfach mal mitlaufen lassen, habe ich mit aufgenommen. Und heute und morgen, also Montag und Dienstag, gibt es Demon Hunter die Vorgeschichte, also 98 auf 99 auf 100, die Level, heute und morgen. Am Mittwoch darum geht es wieder um Real-Time-Strategy, um Echtzeitstrategie. Es gibt ein neues RTS, das gerade in die Steam Early Access gegangen ist. Das ist Earth Liberation. Das finde ich ganz spannend. Auf jeden Fall sieht es so aus, weil es sehr, sehr nach StarCraft aussieht. Mal sehen, ob es nur ein Klon ist. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Außerdem gibt es Age of Empires endlich als eine HD-Version. Das soll heute rauskommen. Das schaue ich mir auch an. Also so ein bisschen alles im Rahmen von Echtzeitstrategie und MMO. Und am Freitag werde ich mir, weil ich es gerade bekommen habe, Gear VR angucken. Gear VR. Mobile Version von Virtual Reality. Mal schauen, was dabei rauskommt. Dann werde ich noch mal schauen, ob man da auch Spiele aufnehmen kann. Ich habe schon einige Games angezockt, aber ich habe eben noch nicht so wirklich die Ahnung, ob ich das einfach intern im Kameraspeicher auch aufnehmen kann. Das ist diese Woche so auf dem Plan. Wie gesagt, ich kehre ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln, World of Warcraft, CS, Call of Duty etc. Diese ganzen Sachen werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen Thema sein. Außerdem habe ich angefangen, endlich mal intensiv World of Tanks zu spielen. World of Tanks habe ich immer bei den großen Events sehr, sehr genossen zuzuschauen. Aber ich weiß auch, dass es ein sehr, sehr kompetitiver und taktisches Spiel ist. Und deswegen will ich selber meinen Weg in World of Tanks machen. Ich werde da wahrscheinlich noch ein paar Gäste mit dazu haben, die ihr dann wahrscheinlich auch kennt, wenn ihr World of Tanks spielt. Und das ist halt auch nochmal ein großes Thema für nächstes Jahr, World of Tanks. Da gibt es zwei verschiedene Arten von Accounts, die ich habe. Auf der einen Seite einen Presseaccount, wo praktisch alles freigeschaltet ist. Und auf der anderen Seite einen absolut blanken, leeren Account, mit dem ich gerade anfange, um dann zu zeigen, wie läuft denn das überhaupt, wenn ich ganz von vorne anfange. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine letzte schöne Woche zum Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt es geschafft, inzwischen alle Weihnachtsgeschenke zu kriegen und ihr freut euch drauf. Ich habe gestern meinen Weihnachtsbaum aufgebaut und bin bereit fürs nächste Wochenende für Weihnachten. Vergesst nicht zu abonnieren, lasst einen Kommentar da, welche Games ihr auch gerne mal sehen wollt, entweder im Let's Play, im Stream oder auch als Review. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und bis bald.